Tisch rumlaufen, es geht los. Hallo. Oh mein Gott, der ist da, okay. Herzlich willkommen an alle. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich euch gebeten habe, euch hier zu versammeln. Setzt euch. Ja, so, okay, wir sitzen alle. Sehr schön. Es geht los mit Airplane 3. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Roblox und damit willkommen zurück zum Airplane Simulator, aber Nummer 3. Ja. Aber muss ich das Flugzeug sein oder sind wir im Flugzeug? Wir müssen das Flugzeug sein. Okay, dann bin ich schon ein bisschen abgehoben. Ich bin der Roblox, ja, States Army General. Ihr könnt mich General Poncho nennen. Wieso? Du bist doch gar kein Mexikaner. Hä? Trinken das nicht nur Südamerikaner oder so? Naja, egal. Keine Ahnung. Also, an diesem Punkt muss ich sagen, dass ich euch ein paar Befehle geben werde und so weiter. Oder ihr werdet aus dem Team verbannt. Okay. Alles klar. Warte, hier schreibt jemand, wer noch was. Ha? Nun setz dich hin. Now take a... Nö. 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 Wahrscheinlich wird alle aufstehen. Warte, das muss ich wirklich hinsetzen. Der zählt runter. 10, 9, 7, 6, stehen. Schaffe ich es noch? Alle aufstehen. 2, 1, und zack. Das ist unser Ziel. Was ist unser Ziel? Sein Name ist Ronald. Oh nein, Ronald Duck. Ich habe ihn Roland gelesen. Roland, Ronald, oder? Ich habe es auch nicht gehört. Ja, Ronald, ja, Ronald. Also, wir haben ihn ausspioniert und er ist ein sehr gefährlicher Robloxchen, also ein Einwohner. Lilly Reinhardt sagt, was hat er denn getan? Und General Poncho antwortet, nun ja, das werden, was, achso, da fliegen wir jetzt hin. Achso, irgendwie, achso, darum geht's ja jetzt, sagt er irgendwie sowas. Ja. Ronald hat den Kapitän eines Flugzeugs gekidnappt. Oh nein! Jeder in diesem Flugzeug muss in Gefahr sein. Unsere Mission ist es, Ronald zu stoppen. Ja, ach was, aber was sollen wir machen, General Poncho? Sagen Sie es uns doch endlich. Wir müssen dieses Flugzeug finden und dann jeden da rausholen. Und wir werden Ronald bla 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 und ihm Gerechtigkeit bla bla bla. Ja, bla 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 bla. Es geht los, folgt mir. Ja, dann beweg dich doch mal, General Poncho. Achso, da geht eine Tür auf, ja gut. Was ist das? Wo müssen wir hin? Weiß ich nicht, hier ist irgendwie so eine Plattform. Seid ihr alle bereit? Ja, wir sind seit 100 Jahren bereit. Wahrscheinlich ist das ein Knutschlick von seiner Mutter. Kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Was? Wie sind wir hier? Keine Ahnung. Jetzt runter? Wir fahren jetzt runter, sagt er. Alles klar? Das klingt, als ob irgendwie ein Föhn an ist, oder? Hä, nee, ich habe keinen Ton an. Ist Musik an? Tops? Ja, nee, es ist so. Oder sind es nur Soundeffekte? Kann ich es anmachen? Es sind Soundeffekte, sind es momentan. Und ein bisschen Musik, also. Okay, das klingt wirklich wie ein Föhn. Ja, ne? Alles klar. Oh mein Gott, wie haben die das gemacht? Mit dem Flugzeug. Hä, das ist ja mega cool. Das ist ein Militärflugzeug, oder? Was machen wir? Hier gibt es sogar Militärkleidung. Guck mal, easy. Hä, wo denn? Hier links. Hä? Nein! Hä, das ist ja mega cool. Ich will die blaue. Ich will auch blau. Blau ist cool. Hast du blau? Hä, voll cool. Aber ist das nicht ein bisschen idiotisch? Warte, ich glaube, das ist hier für 400 Robux. Nein, ich muss definitiv blau nehmen. Das ist viel schöner als grün. Okay, es geht los. Also, lasst uns jetzt erstmal alle, was weiß ich, Setup. Was meint er damit? Auch fertig machen, ja. So vorbereiten. Nein, hier ist rosane. Oh mein Gott, Tops. Rot. Pink. Rot, ich sehe rot. Nein, ich will trotzdem die blaue haben. Es ist rot, oder? Ist pink. Pink ist so auch so schön. Ich habe 10 Sekunden, mich zu entscheiden. Nee, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe das rot genommen. Okay, ich bin jetzt blau. Rot passt zu dir. Ich bin eigentlich PS zu spät. Okay, schaffe ich eh nicht mehr. Schaffe ich es noch? Ja, komm, du kriegst das hin. Ihr seht alle gut aus. Glaubt mir, wir sind jetzt bereit. Also lasst uns hier los und so weiter. Ja, okay, General. Dann gehen Sie mal. Wir kommen Ihnen hinterher und dann werden wir hier dieses Flugzeug auch noch irgendwie retten. Würde ja wohl easy sein. So, zack. Tops, schon mal ein Flugzeug gerettet? Ich hab schon mal Flugzeug gespielt. Ja, ich auch. Okay, er checkt gerade das Flugzeug. Wie sieht's aber ich aus? Ich bin eigentlich ein Profiflieger, eigentlich. Können wir da reingehen? Was? Ist es nicht genug? Nein, wir haben nicht genug Benzin! Oh nein, es sieht so aus, als hätten wir kein Benzin, sagt er. Ja, cool, und jetzt? Wir müssen das Flugzeug auffüllen. Wir sind in einer Militärbasis und das Ding ist nicht aufgefüllt? Ja, wieso? Was für ein... Ja, gut, okay. Da hinten ist der Knopf. Vier Knöpfe sind hier in diesem Dings und wir müssen sie alle drücken oder so. Wow. Okay. Bitte. Und wir müssen den da irgendwie reindrücken oder sowas. Sind die Leute in dem Flugzeug nicht in Gefahr, oder? Farbe. Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, die müssen die Sachen dementsprechend... Diese
komischen Dinger müssen wir dementsprechend einfach irgendwie reintun. Stark? Bist du runtergefallen? Easy. Nein. Das würdest du nie machen, ne? Nein, ich bin nicht runtergefallen. Ich hab das Grüne. Warum habe ich halb pink an? Was ist das? Aua, ich hab Schaden gekriegt. Gut, jetzt habe ich wenigstens pink an. Was hast du? Nichts, gar nichts. Geht's dir gut, Easy? Nein, ich bin nicht runtergefallen. Bin nicht gestorben. Da sind die anderen zwei! Wir haben alles geschafft! Exzellent, sagt er. Alle Dinge sind hier jetzt connected. Alles wird aufgetankt. Ja, ich glaube, Nuzzles bedeuten Stärke. Okay, jetzt sind wir bereit. Der Tank ist aufgetankt. Das ist nice. Wahrscheinlich müssen wir die Propeller noch selber mit Hand antreiben, weißt du? Vermutlich, ja. Wirkt halt echt so. ich bin übrigens letztens wirklich mit einem Hubschrauber geflogen. Zum ersten Mal in meinem Leben könnt ihr in meiner Insta-Story nachschauen. Von vor ein paar Wochen oder so. Also hattest du einen Höhenflug oder wie? Ja, das ist richtig cool. Ich habe da auch Bilder gepostet und so. Die könnt ihr immer noch sehen. Da, wo ich im Hubschrauber sitze. Soll ich da ist ein Bild auf Instagram. Nein, du sollst nichts nachmalen. Aber wenn ihr Zuschauer gerne was nachmalen könnt, dann bitte ich sehr darum. Aber nicht Tops. Tops kann mir nicht malen. Ich kann gut zeichnen. Überhaupt nicht. Tops hat mich in der Apollo-Folge gemalt und ich sah so schrecklich aus. Okay, sie starten jetzt den Motor. Es geht los. Guck mal, die drehen sich von alleine. Also der Motor ist bereit, ja, dann wollen wir mal, oder? Ich hoffe doch. Hinten wird aufgemacht für uns und dann geht's los endlich mit dem Flug. Yes! wieder der Föhn. Ne? wieder einfach den Föhn angemacht haben sie. Übrigens muss man aufpassen, dass man von den Propellern da nicht eingesaugt wird beim Flugzeug. Also immer darauf achten. So, 30 Sekunden damit Zeit, um ins Flugzeug zu kommen. Tops, schaffst du's. Ich sitze jetzt neben den Dingen. Nee, ich will nicht dem. Ich setze mich zu dem Mädchen hier. Das ist die Mädchenseite. Okay. Geh auf die Jungsseite. Okay, die Zeit ist vorbei. Wir schließen jetzt die Türen. Wer föhnt sich hier schon wieder die Haare? Viel Glück, Soldaten. Ja, cool, danke schön. Es geht los. Wir sind auf dem Weg. Ins Zielgebiet. Zum... Warte mal, wo ist mein Kopf? Was? Hier. Ich habe mich gerade selber... Alles klar, also wir fliegen jetzt direkt in die Richtung des gekaperten Flugzeugs, also des gekidnappten Flugzeugs. Obwohl wir noch ein paar Stunden haben, bis wir da ankommen. Aber ja, wir können währenddessen Bananen essen, genau. Ja, aber weißt du, was mir Sorgen bereitet? Wir sind in einem Flugzeug, weißt du, wenn es Turbulenzen gibt, fliegt das Ding überall umher. Ich glaube nicht, dass der Tisch festgemacht wurde, oder? Vielleicht wurden die Bananen nicht festgeklebt und dann kriegst du eine Banane in die Nase. Alles klar. General Pancho fragt gerade, warum Ronald überhaupt das Flugzeug entführt hat. Das, und AA-DE08 sagt, General, wofür sind die Bananen? AA, das ist eine sehr gute Frage. Und ja, ich dachte, ihr könntet hungrig sein. Ja, das ist eine gute Idee. Wir haben jetzt hier eine Banane. Guten Appetit. Das ist eine Waffe. Nam. Lecker. Das ist eine Waffe. Probier mal jetzt. Wartet, es nicht die Bananen. Sie sind vergiftet. Was? Ich habe aber die Banane gegessen. Und Lally Reinhardt offenbar auch. Nein, wieso sind die Bananen vergiftet? Haha, ich mache nur einen Spaß. Sorry, ich muss das einfach machen. Indem die überreizt sind. Wie auch immer, wir fliegen jetzt noch ein bisschen und dann kommen wir nachher an. Wir wecken euch, wenn es soweit ist. Tops, hörst du das? Hä? Das war Regen, oder? Oh nein. Unser Flugzeug fliegt durch ein Gewitter. Easy, aufwachen! Es ist Zeit aufzuwachen, sagt der General. Was? Der General ist im Cockpit vorne, glaube ich. Okay. Da steht zumindest einer und zwei Piloten. Es ist Nacht und wir sind mitten in einem Sturm. Ach, der ist hier. Denn es ist vorne ein anderer General, glaube ich. Wir müssen bereit sein, im Fall, dass irgendwas passiert. Pilot Clark? General, wir wurden von einem Blitz getroffen! Oh nein. Oh. Unser Motor ist in einem kritischen Zustand, sagt der Pilot Clark. Okay, und jetzt? Tops, was machen wir? Der Motor ist kaputt. Werden wir jetzt sterben? Moment, warte mal, ich muss raus, ich hab Höhenangst, nein. Wir müssen da jetzt nicht wirklich aus dem Flugzeug gehen. Kein Geld der Welt würde mich ab... Wir sind aus dem Flugzeug gegangen, im Flug, okay, gut. Ich bleib hier stehen. Also, das ist sowas von gruselig, sagt der eine. Ja, das ist der direkt zum Motor rennt. Der Sturm wird immer schlimmer. Wir stehen hier auf einem Flugzeug beim Fliegen. Das ist unmöglich. Nein, wir werden den Motor... ist möglich. Es ist nur ein bisschen windig hier draußen. Wir werden den Motor so schnell fixen, wie wir können. Okay. Gute Idee. Tops, geht's dir gut? Der Typ ist runtergefallen. Was, der ist runtergefallen? Nein, das hab ich nicht gesehen. Der
ist gerade runtergefallen. Oh nein, werdet bloß nicht von einem Blitz erwischt. Oh mein Gott. Warte, hier blitzt es. Oh mein Gott. Das eine Mädchen wurde... Wie schockierend, nein. ...wurde zerblitzt. Oh Gott, Hilfe. Hast du den Typ gesehen? Deckt mich und werdet nicht vom Blitz erschlagen, sagt er. Ich glaube, wir dürfen jetzt noch nicht erschlagen werden, sonst geht's uns gut. Was? Ich sehe den General da unten, Tops, guck mal runter. Ich sehe ihn. Pass auf, nicht, dass du runterfällst, ne? Ja, du hast recht, ich muss aufpassen. Okay, 3, 2, 1, und die Blitze hören auf. Der Motor ist jetzt gerettet. Wie hat er das gemacht von da unten? Telekinese, easy, das ist ein Supersoldat. Eindeutig. Und da ist er wieder. Da ist er wieder hochgeflogen. Alles klar. Ich habe noch nie so einen starken Sturm gesehen. Können wir jetzt bitte reingehen? Wir stehen hier im Flug auf einem Flugzeug, ja? Das ist so gefährlich. Bitte. Vor allen Dingen, wie sind wir hochgekommen, ne? Warte, er schreit. Ah, was ist das? Was ist was? Tops? Oh mein Gott. Ihr werdet das hier nicht aufhalten. Das ist ein Geist. Brennt? Brennt? Oh mein Gott. Ein Viereck aus roten Punkten. Was macht der? Wir fliegen da direkt drauf zu. Schnell rein ins Flugzeug! Oh mein Gott. Setz dich hin. Hinsetzen. Okay, anschnallen. Anschnallen. Ich glaube, die Punkte sind weg. Dein Lieblingslied singen. My Heart Will Go On von Celine Dion. Genau. Nein. Mein Lieblingslied ist Easy ist ein Käse und Easy ist gern Käse. Und so. Willst du mal einen Song mit mir schreiben? Ja, können wir machen. Gerne. Cool. Ich kann nur nicht singen. Also, das war ein gigantisches Skelett. Ja, das ist gut, General Poncho, dass Sie das auch erkannt haben. Freut mich sehr, aber ja, das haben wir alle gesehen. Das wäre eine schwebende Tomate. Tut mir leid. Seine Auffassungsgabe ist genauso wahrscheinlich die Anzahl von seinen Haaren. Welche Haare? Ja, das meine ich ja. Ja, das war der Witz. Ich weiß, ich habe schon verstanden. Okay, sind wir jetzt endlich mal da? Wir haben immer noch nicht den bösen Typen, weißt du? Wir sind hier, um den Terroristen irgendwie zu stoppen. Und... fliegen hier die ganze Zeit mit irgendwelchen verrückten gelben Tomaten rum, so. Was ist das? Okay. General, wir sind da. Also jetzt können wir endlich uns unserer Aufgabe widmen. Das ist ja wunderbar. Jetzt so nach 15 Minuten oder sowas. Also, wir werden uns durch die Rücktür irgendwie in das Flugzeug reinschleichen, in das Gekidnappte. Und dann werden wir alle sicher, dass alle Leute sichern und Ronald suchen. Wo ist denn das andere Flugzeug? Ich habe keine Ahnung, aber wie würden wir da uns einschleichen? Wird er uns überfliegen, so wie er vorhin sich teleportiert? Vielleicht was? Keine Ahnung. Ich vertraue dem einfach. Viel Glück, Soldaten! Oh, er schreibt Lia. Hi! Okay. Warte, was kommt jetzt? Oh Gott. Ein Alarm. Ich glaube, es geht los. Hier, Stinkekäse, easy. Stinkekäse! Der ist bestimmt wirklich schlecht. Ja. Also... das ist es, das Flugzeug. Es sieht so aus, als hätte Ronald die Tür verschlossen. Achso, wir sind schon im anderen Flugzeug drin. Warte mal, willst du mich jetzt veräppeln? Ronald hat die Türen zugemacht von außen. Ich wollte das mein ganzes Leben machen, sagt Ronald. Ja, stimmt, wie hat er das gemacht? Ne? Oh nein, wir sollten uns besser beeilen. Ja, was denn? Guckt schnell im Dings, if wir irgendwas finden. Ja, if wir um irgendwas. Diese Tür zu öffnen. Ein Pinsel habe ich hier. Nimm den Eimer. Den Eimer? Diesen Hammer? Ich hab einen Hammer. Okay, sehr gut. Wir haben einen Hammer gefunden. Damit wird's funktionieren. Ich wollte mir gerade die Sonnenbrille nehmen. Okay, er macht die auf. Sonnenbrille. General Poncho hat's geöffnet. Oh nein, da sind die ganzen Leute und Ronald. Es ist vorbei, Ronald. Stimmt. Wie seid ihr hierher gekommen? Durch die Macht der Freundschaft. Ja, genau. Ganz eindeutig. Komm, wir holen ihn jetzt. Den Ronald! Warte, er geht weg. Oh mein Gott. Also, wir haben keine Zeit, ihn zu verfolgen. Wir müssen jetzt die ganzen Leute hier sichern. Okay, dann wollen wir mal die Leute hier aus dem Flugzeug holen. Die sind alle irgendwie gefesselt. Keine Ahnung. Ach, du musst auf die draufklicken. So, zack. 60 Sekunden. Zack, den haben wir auch. Und, weg damit. Hier, da ist sogar ein kleines Kind. Oh Gott, das Arme. Jetzt ist es wieder glücklich. Und der Vater auch. Wen haben wir hier? Der eine sagt schon Danke. Haben wir alle? Ja, ich glaube, wir haben alle. Ich glaube auch. Großartig! Aber es ist immer noch eine Person übrig. Und wer? Der Captain. Das stimmt. Wir haben den Captain noch nicht gerettet, aber wir kommen da auch nicht rein. Wie sollen wir denn da reinkommen? Keine Ahnung. Mit der Telekinese! Mit der Kraft der Freundschaft. Mit der Kraft der Freundschaft. Freundschaft! Yeah!
Das ist die FRÖN-Freundeschaft. Es steht für Freunde, die das Unternehmen. Also, wir haben nur eine Chance, Ronald hier rauszubringen und bla bla bla, sagt er. Wer will der Held sein? Geht schnell zur Tür des Kapitäns. Ich will der Held sein! Wir werden es tun, sagt Lilly. Ja, okay. Lilly? Lilly, alright, sagt er. Wir vertrauen dir, Lilly Reinhardt. Lilly Reinhardt, wir vertrauen dir. Reinhardt, nicht Reinhardt. Reinhardt. Ronald, mach die Tür auf, sagt Lilly. Wir können das ausdiskutieren. Das glaube ich nicht, Lilly. Du solltest den Hammer nehmen und auf ihn einschlagen. Oh nein! Wie seid ihr hierher gekommen, sagt er. Zu Fuß? Oder? Wir sind hergeflogen. Was ja, denn sonst? Meine ich doch. Haben ja, uns mit teleportiert. Mit der Kraft der Freundschaft. Also, ihr versteht hier gar nichts, sagt Ronald. Ihr macht das Flug... meine Pläne macht ihr kaputt, meint er. Und er verdient das. Okay. Hört mir zu, was wir zu sagen haben. Oh, was? Lilly hat was ausgewählt. Was ist falsch, Ronald? Sag uns, warum du das machst. Naja. Seitdem ich ein Kind war, hat sich jeder über mich lustig gemacht. Ja, das ist ein nachvollziehbarer Grund, dass man ein Flugzeug entführt. Wir hatten Probleme und niemand war für mich da. Es ist immer noch ein sehr nachvollziehbarer Grund, dass man ein Flugzeug... Alles, was ich immer wollte, ist ein Freund. Er wollte immer nur einen Freund haben. Und deswegen entführt zu... Was ist das? Wie kennt... Du hast keine Freunde, weil du verrückt bist, Ronald. Man... Oh mein Gott. Have to do this. Ronald, du musst das nicht tun. Wir können Freunde sein, sagt Lilly. Ich kann dich retten. Ronald sagt, Freunde... Würdet ihr das wirklich für mich tun? Es ist wirklich die Kraft der Freundschaft, Tops. Du hattest die ganze Zeit recht. Sie sagt, ja, ich werde dein Freund sein, weil du eine gute Person bist in dir drin. Nein, das ist er nicht, Mädchen. Er hat hier gerade ein Flugzeug entführt. Ah! Doch, könnte ich sein. Ich weiß nicht, ob du mich retten kannst. Ich glaube, ich habe die Dinge zu weit getrieben. Es ist niemals zu spät, um das Richtige zu tun, Ronald. Lass uns bitte aus dieser Situation zusammen rauskommen. Und Ronald sagt, okay... Ich werde eine bessere Person werden. Er wird ein besserer Mensch werden. Das ist wahrscheinlich die dümmste Story, die ich je gehört habe. Wirklich. Was macht er jetzt? Ich glaube, jetzt passiert was Schlimmes. Es geht mir nicht gut, sagt Ronald. Er ist in Ohnmacht gefallen. Nein, Ronald. Wir wollten dich doch ins Gefängnis stecken. Stimmt, er ist einfach eingeschlafen. Ja, ne? Ronald, geht's dir gut? Nein, ihm geht's nicht gut. Oh Gott. Was ist mit dem Captain passiert? Keine Ahnung, ich glaube, das war's mit dem Captain. Das können wir jetzt abhauen. Okay. Mir ist es hier ein bisschen zu crazy mit Lilly und Ronald. Der Kapitätsraum ist am Brennen. Haben wir vielleicht einen Feuerlöscher? Spuck einfach drauf. Es gibt keine Zeit mehr. Das Flugzeug wird explodieren. Können wir jetzt bitte abhauen? Bitte! Nimm die Sonnenbrille mit Easy und den Käse! Ihr müsst euch jetzt einen, oh nein. Wir müssen uns einen Parachute nehmen. Also einen Fallschirm. Fallschirm. Hast du einen? Ich habe meinen Umhang. Wie kann ich auf? Warte, du musst von vorne, musst du dir den Fallschirm hören, Tops? Nein, schnell! Wo ist er denn? Ganz vorne, vor dem Typen, vor dem General. Und jetzt müssen wir rausspringen. Oh, wir haben ja alle Leute schon... er sagt, er wird Ronald und den Captain retten. Okay. Geht einfach. Ja, wir gehen ja schon, jetzt macht endlich mal auf. Es war schön, mit euch zu arbeiten, Soldaten. Sehr schön. Nicht General Poncho, du bist mein bester Freund. Gott, hör auf zu heulen, Tops. Lass uns bitte aus diesem Flugzeug rauf. Wo kommen wir raus? Ich verstehe das nicht. Die Hintertür ist jetzt auch kaputt. Lass uns das Fenster gehen, wir müssen gehen, irgendwie oder? Rausspringen. Hä, wie denn? Keine Ahnung, ich glaube, du musst hier rüber. Du darfst dich nicht verbrennen lassen. Über die Flammen. Und Jump. Oh mein Gott, eine heiße Sache ist das. Hier ist offen. Und zack. Da sind wir und wir sind in Freiheit. Leute, ich würde sagen, das war's mit unserer heutigen Folge hier von Roblox. Lydia hat's auch geschafft, Tops auch und wir fliegen jetzt einfach zurück auf den Boden der Tatsachen. Wenn jemand ein Flugzeug entführt, ist er übrigens kein guter Mensch. Das möchte ich an der Stelle nochmal festhalten. Wir sind da! Guck mal, da sind die Kapitäne. Die haben's überlebt und das ist der Soldier-Typ. Nee, wo ist seine Narbe hin? Das ist ein anderer. Ist ja auch egal, jedenfalls tanzen da die ganzen Leute, die wir befreit haben.